Der FCL in Marbella wird präsentiert von Siebentopfkellerei AG in Stans, Liestal und Basel. Ihre blau-weissen Weinfachhändler seit 140 Jahren. Für Familienweingüter mit Spitzenwein. Markus Babbel, es gab heute Morgen einen kleinen Disput im Training zwischen Lorenzo Bucchi und François Affolter. Können Sie uns die Sachlage schnell schildern? Ja, ganz genau mitbekommen habe ich es auch nicht, aber ich habe dann festgestellt, dass da doch eine gewisse aggressive Verbalauseinandersetzung da war. Und ganz ehrlich, mich hat es ein Stück weit gefreut, weil zum einen, dass man sieht, die Jungs sind voller Emotionen, sie sind... Ihnen ist es nicht gleichgültig, was auf dem Trainingsplatz passiert, sondern man versucht es eben ja, auch in einer vielleicht etwas schärferen Art und Weise zu regeln. Und was mich auch noch gefreut hat, eben, dass dann doch 6-7 Spieler eben dazwischen gegangen sind, die beiden wieder beruhigt haben. Wichtig ist, dass eben danach auch wieder alles gegessen ist. Vielleicht braucht man, der ein oder andere braucht vielleicht noch eine Dusche dazwischen, dass er kalt abduscht, dass er dann mit den Emotionen wieder runterkommt. Aber wichtig ist doch, dass man sieht, dass die Mannschaft lebt, dass es keine tote Truppe ist. Ganz im Gegenteil, dass sie weiß, um was es geht. Und das gehören Emotionen eben mit dazu. Solange es in dieser Art und Weise wie heute Vormittag ist, ist das für mich absolut okay. Und sonst muss ich halt auch dementsprechend einschreiten. Siebentopfkellerei AG in Stans, Liestal und Basel präsentiert Ihnen den Weintipp vom Tag.